Aber wie gesagt, ist das das Gebiet, wo ich vorhin abbiegen wollte, aber dann doch nicht abgebogen bin? Ja, ich glaube, es ist ein anderes. Okay. Weil die Karte ist zwar cool, aber es ist für mich irgendwie auch ein bisschen... Wieso kannst du das einfach? Wieso? Einfach kaputt gemasht. Aber du hast doch nicht mit dem Controller gespielt und trotzdem einfach... Ja. Von hier aus hast du einen freien Blick. Ich empfehle die Cue, von hier aus mit der Aurasuche zu erspüren. Okay. Also nervig ist sie teilweise auch noch minimal, aber... Der eine... Und da hinten. Ich habe so das Gefühl, dass sie eher so ein bisschen wie Navi ist, nach dem Motto, hey, ich habe hier einen guten Tipp für dich, und sie dir weniger alles vorsagt. Also ich glaube schon, dass sie das durchaus reduziert haben. Geld. Nice. Geld ist immer gut. Also wie gesagt, man muss erstmal so ein bisschen reinkommen, aber abseits davon macht es schon Spaß. Mhm. Und du hast hier super viel zu erkunden, was auch richtig cool ist. Ich hoffe, euch macht es auch ein bisschen Spaß. Jetzt kommen sowieso die obligatorischen Leute, die meinen, nein, Fungenier. Mal alle echt gut erwischen mit dem Laser. Kai, dir glaube ich sowieso gar nichts mehr, nachdem du einfach plötzlich mega lange zum Qualifying weg warst. Zum Qualifying! Nicht mal zum Rennen! Zum Qualifying! Von daher gesehen... kann ich dir das nicht glauben. Die sind echt gut im Reagieren. Aber Kai, du hast Qualifying gesagt, deswegen ist es leider deine Schuld, dass ich mich darauf versteift habe. Ha! Dann einmal hier rüber. Er flieht! Na? Also, ich mache ja alles Gras hier nieder, damit er sich nicht mehr verstecken kann. Na du? Ah! Scheiße, Mann! Da sucht man sich so ein tolles Versteck und wird trotzdem gefunden. Mein Name ist Zenbuli. Und Zenbuli ist fast so gut im Verstecken wie unser Häuptling. Hm. I don't know about that. Und Zenbuli dachte, er habe endlich das perfekte Versteck gefunden. Wieder nichts. Aber unseren Häuptling hast du ja auch gefunden. Du bist wirklich ein Meister im Aufspüren, Fremder. Okay. Süß. Das heißt, wir haben schon mal zwei. Jo. Dann würde uns jetzt auch das eine Gebiet fehlen, wo ich vorhin eigentlich hin abbiegen wollte. Mhm. Was? Achso. Nice. Hi. Bye. Ich glaube, wenn du die richtig zurückschleuderst, kriegst du auch keinen Schaden am Schild. Kann das sein? Mhm. Kann echt gut sein. Okay, da könnte ich auch runter. Hi. Das Problem ist dann einfach, wenn ich nicht selber spiele, habe ich nicht wirklich Orientierung, wo du noch hin kannst. Aber das... Die habe ich schon. Ja, übernimmst du. Flup, flup, flup. Der Schild kann kaputt gehen, ja.
Aber man kann die Leiste oben links. Genau, man kann hier aber reparieren. Oh! Auch Herzteile. Stimmt, es gibt ja auch, ich habe total vergessen, dass es hier auch Herzteile und so gibt, weil wir bislang noch nichts dergleichen gesehen haben. Das ist aber so dünn, das sieht aus wie aus Glas. Ah, kann wirklich. Wenn du aber auf den L-Knopf reindrückst, dann schüttelt er ein bisschen an dem Seil. Aber du kannst ja auch bei jeder Vogelstatue, und die stehen ja überall, zurück ins Wolkenhort und den reparieren lassen, den Schild. Also no. Dementsprechend ist es, glaube ich, nicht so dramatisch. Oh. Oh. Das Geräusch, der macht so super. Ja. So. Was ist jetzt hier unten? Das wollte ich nicht. Ja. Ah, da geht's weiter. Geheime Kämmerchen. Ah, guck mal. Sogar direkt gefunden. Oh, du darfst mich nicht essen. Komm, musst du mich völlig geschmackslos. Oh, renn lieber weg. Was? Unser Häuptling hat sich Sorgen gemacht? Es geht ihm also gut. Mein Name ist Kombu. Schön, oder? Sag mal, kannst du unserem Häuptling ausrichten, dass es Kombu gut geht? Die Gefahr scheint ja noch nicht vorbei zu sein. Kombu geht lieber mal wieder auf Tauchstation. Die Aurasuche erfasst kein relevantes Ziel mehr in dieser Gegend. Ich empfehle zum Häuptling zurückzukehren, um mit ihm zu sprechen. Ich mag die Textboxen von Fei, die sehen sehr schön aus. Hm. Was? Ja, komm, wo doch keine Angst ein, du grüne Vogelscheuche! Hey. Diese Laufgeräusche sind so süß. Blop, 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 blop. Jetzt sind wir wieder hier. Aber waren wir jetzt in diesem einen Gebiet? Das ist wieder der Anfang. Weiß ich nicht, ich kann ja gleich mal gucken gehen. Ah, die Q sind so süß. Was wäre das denn da? Da hinten. Das heißt, rechts hoch und dann links abbiegen. Er war total kaputt, sobald er keine Ausdauer mehr hat. Ich meine, wenn du die ganze Zeit hier gegen rennen würdest. Ach, da. Oh no! Oh, okay. Hier waren wir noch nicht. Ich glaube, ich bin einfach zu langsam. Ich hau auch. Ich mash den auch kaputt. Also ich hau direkt gleich mehrmals hintereinander in die Richtung. Soll ich das auch mal ausprobieren? Ich liebe die von hinten aufzuschlitzen. Okay, merken wir uns. Ali niemals den Rücken zudrehen. Ja. Sonst passieren schlimme Dinge. So. Hi. So, es geht also allen gut. Das hört man gerne. Vielen Dank, du unermüdlicher Aufstöberer. Dann verrate ich dir als Dank, wo deine Freundin hingegangen ist. Das Mädchen namens Zelda hat gesagt, dass es in den Tempel am Ende des Waldes gehen müsse. Ich habe ja noch versucht, sie davon abzuhalten, aber sie ist auf meinen Rücken geklettert und ab in den Tempel. Tja, da musst du hin. Wenn du da hinten weitergehst, wirst du auf einen Tempel stoßen. Allerdings wimmelt es dort von Ungeheuern. Nun denn, du hast meine Gefährten aufgespürt, dafür gebührt dir Dank. Ein Moment, Entschuldigung. Flatsch. Ja. Können wir damit jetzt die Glocke vom Terry-Laden läuten und da unser Kescher kaufen? Ja. Weil die haben ja gesagt, wir brauchen was, um die Glocke zu läuten. Das könnten wir damit machen, dann könnten wir einen Kescher kaufen. Dann können wir hier auch endlich Käfer fangen. Ja. Das wäre ein richtiger 3000 EQ-Move. Das hatte ich auch vor. Geil. Fling.
Oh, das sieht auch schick aus. Damit solltest du in der Lage sein, in den Tempel zu gelangen. Warum versuchst du nicht gleich mal diese Ringelranke dort anzuvisieren? Drücke zuerst ZR, um die Schleuder zu zücken, drücke und halte dann ZR, um die Schleuder zu spannen und lasse ZR schließlich los, um einen Schuss abzufeuern. Wenn du keine Munition mehr hast, kannst du die Kerne dieser Bäume hier aufsammeln. Nicht so, dass du deine Freundin bald findest, mein Kleiner. Hoho! Ich meine, da ist bestimmt eine Vogelstatue vor dem Tempel. Dann könnten wir da auch nochmal rausgehen. Aber ich finde, der Wald sieht... Also der ist ein bisschen unübersichtlich für Leute wie mich. Weil mir die Karte auch nicht unbedingt so viel hilft. Aber er ist sehr schick. Gerade mit dem Q und dem Wasser, was da durchfließt. Also schon sehr schön. Nicht tauchen. Nee, nur schwimmen scheinbar. Nicht mal schnell schwimmen. Schön in Zeitlupe hier rumdümpeln. Vor allem sieht es aus, als würde er nur mit einem Arm schwimmen. Und der andere hängt einfach nur so hinterher. Ja. Wofür braucht man A, B, X und Y? B ist Laufen, A ist Interagieren. Interagieren. Und XY weiß ich gerade nicht. Also es ist eine sehr ungewohnte Steuerung, auch gerade so im Vergleich zu anderen Zelda-Titeln. Man muss sich da so ein bisschen dran gewöhnen, aber es funktioniert. Und dass sie halt überhaupt... So, musst einmal wechseln. Oh, okay. Also ich finde Bewegung dann doch ein bisschen besser. Okay. Dass sie das überhaupt eingeführt haben, dass man da sich entscheiden kann, finde ich auf jeden Fall gut. Ist nicht gut? Ah, doch. Ich hatte halt auch die Hoffnung, dass das Spiel halt den normalen Bewegungssteuerungsmodus hat, dass sie den ruhig wieder einbauen. Und dass wir aber eine klassische Steuerung kriegen, dass ich quasi auf A mein Schwert habe und dann je nachdem, in welche Richtung ich den Stick zum Beispiel drücke oder so. Mhm. Und nicht, dass das Schwert komplett auf dem Stick ist. Es ist schon ein bisschen schade, dass sie die Steuerung so ungewöhnlich gemacht haben. Eine Mischung aus beiden wäre eigentlich perfekt. Aber ich persönlich würde wahrscheinlich wirklich sogar die Controller-Steuerung bevorzugen. Ich würde die Joy-Con-Steuerung nehmen. Dann haben wir beides. Hallo. Okay. Warum ist seine Hose hinten geflickt? Au! Oh, es ist Zeit, dass jemand den anstrengenden Weg hierhin findet. Das ist mein Laden. Gibt's alles, was ihr Herz begehrt. Sehen sich in Ruhe rum. Eine Sache noch. Es wäre nett, wenn sie nicht nur gucken, sondern auch etwas kaufen würden. Au! Oh, sie interessiert sich also für das Schmetterlingsnetz. Damit können sie Insekten fangen. Das macht Spaß und ist zudem auch noch sehr nützlich. 50 Rubine ist doch ein fairer Preis. Finden sie nicht auch? Yes. Yay. Nice. Ist es daneben die größere Geldbörse? Vielleicht. Sie werden diesen Kampf nicht bereuen. Was machen wir da noch? Oh, das ist eine überaus praktische Zusatzgeldbörse. Damit können sie 300 Rubine mehr tragen. Ist das nicht großartig? Sie wollen sie doch bestimmt, oder? Für nur 100 Rubinen gehört sie ihnen. Oh klar. Mehr Geld ist immer gut. Ja. Geld ausgeben, um am Ende mehr Geld zu bekommen. Flupp. Plus 300. Thank you. Diesen Kauf werden sie nicht bereuen. Was haben wir denn noch? Was ist das hier eigentlich? Extra Abenteuertasche, ne? In dieser Zusatztasche können sie ein Item mehr bei sich tragen. Damit werden ihre Reisen um ein Vielfaches angenehmer. 300. Oh, sehen Sie sich mit, haben wir jetzt einen weiter um. Es ist die Lebenskraftmedaille. Sie entfaltet ihre Wirkung schon, wenn sie bloß bei sich tragen. Und wie der Name schon sagt. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was sie bewirkt. Probieren Sie es einfach selbst aus. Für 800 Rubine. Ja! Danke. Oh, sehen Sie sich noch ein bisschen um. Das Beste ist ja, wenn man bei ihm nichts kauft, sondern nämlich nur guckt. Weil dann zieht er ja an dem Seil und dann wirst du einfach runtergeschmissen. Aus dem Laden raus.
Ach, guck mal, da hat er noch ein paar neue Sachen jetzt. Was haben wir hier noch? Das ist die Insektmedaille. Aha. Also das kann ich ja verstehen, dass man vielleicht mehr Insekten... 1000. Ist es quasi, dass man hier mehr Insekten findet und mit der Herzmedaille mehr Herzen? Ich glaube, der hat mal gemeint, die Insektmedaille zeigt an, wo Insekten sind. Aha. Eine weitere Zusatzgeldbörse. Für 100 Rubine. Ja, komm, dann nehmen wir einfach... Wobei, nee, Moment. Nicht. Ich brauche mein Geld noch. Oh, bitte, warten Sie einen Moment. Sie sind ganz schön schwer. Wegen Ihnen muss ich wie ein Irrer in die Pedale treten. Und jetzt wollen Sie gehen, ohne etwas zu kaufen? Pah, na los, sehen Sie zu, wo Sie wegkommen. Okay. Das mache ich übrigens auch immer mit Leuten, die nicht gesubbt sind. Wie, ihr wollt den Stream einfach nur gucken, ohne Geld zu bezahlen? Bing! So, ich wollte nämlich zu dem Herrn hier. Willkommen in der Werkstatt. Hier können wir die Items verbessern und den Schild reparieren. Ich möchte verbessern. Alles klar. Ja, guck mal, die anderen Sachen können wir auch schon verbessern. No, Till der Monsterklaue! Hier? Ein finster Halbmond und mehr Glibber. Und da alles. Kann ich nur reparieren. Wenn nicht ganz so kaputt aussieht. Was kostet das so? Oh, 10 Rubine, ja, das geht. Okay! Auch in seine Hose reingeschossen. Yay! Okay, dann haben wir das auch. Nice. Jetzt hat er aber den schönen Schild ausgerüstet. Ne, abgerüstet. Entrüstet. Indignation. Willst du jetzt noch auf Insektensuche gehen? Jetzt mal versuchen. Also ich denke, in den Dungeon werden wir heute sowieso nicht mehr gehen. Nee. Das können wir beim nächsten Mal machen, Arkham. So viel mehr hatten wir vor heute, glaube ich, auch nicht mehr vor. Nee. Wir schon sehen, wie lange wir streamen. Wir streamen ja auch schon seit fast 4 Stunden. Können wir morgen in aller Ruhe in den Dungeon gehen und die natürlich dann auch komplett abschließen. Wie schwinge ich den? So. Okay. Ich habe einen Himmelsfalter gefangen. Nice. Aber ich finde, wir haben heute auf jeden Fall auch schon echt viel gemacht. Wenn man bedenkt, wie umfangreich auch der Anfang ist mit der Erkundung vom Wolkenhort, der ganzen Storyline mit dem Vogel, den wir erstmal wieder suchen müssen, dann der Zeremonie, dann eben dem Absturz von Zelda, dann haben wir Fei kennengelernt, ne? Hey Jan, was? Du warst in Terris Laden? Pah, du doofer Angeber! Und dann eben unten die Erkundung vom Wald und die Q-Suche. Also ich denke, wir haben da echt heute schon viel gemacht, so zu Beginn. Und wir haben vor allen Dingen beide sowohl die Controller-Steuerung als auch die Bewegungssteuerung ausprobieren können. Mhm. Wie gesagt, es ist auch ein bisschen ungewohnt, aber das kriegen wir schon alles hin. Ja, guck mal, ob man das irgendwie noch ein bisschen... Wie sieht das denn jetzt so aus? Oh ja. Jetzt sieht die Kamera gleich schon sehr viel schneller. Okay. So, wo ist Terris Laden? Warum bloß? Achso, weil du die andere Geldbörse wieder kaufen willst. Ja, jetzt habe ich nämlich noch wieder über 100. I see. Terry? Tja. Ja, also ich finde, wir haben echt gut was geschafft. Und wie gesagt, Skyward Sword war halt für mich damals sehr schwierig, weil es für mich halt so ein Mega-Stilbruch war nach TP. Und ich mochte halt Twilight Princess vom Stil super gerne und dementsprechend war Skyward Sword halt sehr erschlagend für mich im ersten Moment. Und ich kam mit der Steuerung nicht wirklich klar. Aber es liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass ich mich damals mit Twilight Princess schon schwer getan habe als erstes Zelda. Und ich habe halt damals auch nur Pokémon gespielt. Ne, das war halt schon dann ziemlich hart, da mich irgendwie drauf einzustellen. Und deswegen war halt Skyward Sword wieder komplett anders von der Steuerung als Twilight Princess. Deswegen war das für mich halt schon echt schwierig. Abseits davon, dass das Spiel mit Sicherheit auch ein paar Schwachpunkte so alleine gehabt hat, aber es war für mich halt, ne, damals auch schwierig. Und Kai hat am Anfang auch nicht zugehört. Sonst wüsste er, dass ich Skyward Sword nie durchgespielt habe. Ich habe es, glaube ich, noch nicht mal bis zur Hälfte gespielt.
Okay, die nächste kostet dann nochmal 300. Aber gut. Tun wir so, als hätte ich es damals durchgespielt. Deswegen war das damals halt ein bisschen schwierig. Und ich habe immer gesagt, wenn es irgendwann mal für die Switch kommt, was das Spiel halt echt gebrauchen könnte, alleine so visuell, würde ich es halt schon nochmal spielen. Und gut, als es dann angekündigt wurde, dachte ich mir so, scheiße, Mann. Oh, du bist also aufgewacht. Du hast so putzig ausgesehen, dass du geschlafen hast. Da wollte ich dich nicht wecken. Du warst ziemlich schwer. Wo bin ich? Nun, dies ist mein Zufluchtsort, wenn man es so nennen möchte. Heißt, ich übernachte immer hier. Im Grunde gibt es hier eigentlich nichts Sehenswertes, aber ich bin für mich allein und genieße die Ruhe. Du kannst morgen mit mir zurück zum Wolkenhort fliegen. Dein Wolkenvogel schläft ja bereits tief und fest. Und du willst dich bis morgen im Bett ausruhen. Was? Irgendwas an mir ist anders als zuvor? Meine Sprechweise? Meinen Sie, ach nein, schon, das ist nicht von Bedeutung. Okay. Das ist jetzt hier einfach Terrys Insel. Das ist schon ganz witzig. Aber ja, wie gesagt, deswegen war ich schon nicht abgeneigt, Skyward Sword nochmal zu spielen, weil ich ja wusste, dass es damals halt für mich sehr schwierig war, da wirklich eine vernünftige Meinung mehr zu bilden, aufgrund der ganzen Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe. Also ich war da schon echt gespannt drauf und ich muss sagen, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, aber immerhin kann man das für sich selber umstellen, wenn man möchte. Aber ansonsten, die Musik ist sehr angenehm immer noch. Ich finde, rein visuell ist es echt super, super schön aufpoliert worden. Das hat das Spiel auch wirklich gebraucht. Weil ich finde, dass der ganze Stil jetzt halt auch wirklich mal zur Geltung kommt. Was vorher nicht der Fall war. Und ansonsten, ich mag die Story. Der Wald war schön. Zelda ist schön. Bardo ist nicht schön. Noch nicht. Das Wolkenvogelprinzip ist ganz cool. Wenn er sich umzieht, wird er schön. Dementsprechend, so bis dato bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem, was wir gespielt haben. Also die Steuerung ist für mich noch das größte Problem, aber da kann man sich ja anpassen. Dementsprechend, ja. Bin ich zufrieden mit dem Remaster. Der Wahrsager ist schön. Was ist deine Meinung? Du hast ein bisschen mehr Skyward Sword Erfahrung als ich. Ich mag das Spiel prinzipiell. Ich mag halt wirklich nur Feis unnötige Kommentare nicht. Und ich weiß gar nicht, was mir noch missfallen hat. Ich meine, ich kann mich halt wirklich an fast gar nichts mehr erinnern. Und für mich ist immer ein großer Punkt Dungeons. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die Dungeons mir hier gefallen. Die Dungeons, glaube ich, hier waren sogar echt schön. Ich habe halt nicht mehr viel im Kopf. Ich habe ja zumindest die Hälfte gespielt und die andere Hälfte bei Jan als Let's Play gesehen. Deswegen, ich habe es irgendwann mal alles gesehen und ich erinnere mich an einen, zwei Bosse, glaube ich. Aber bin mir auch nicht sicher. Aber an die Dungeons halt ehrlich gesagt kaum. Deswegen, für mich ist immer sehr ausschlaggebend, wie die Dungeons sind. Deswegen ist auch Breath of the Wild bei mir nicht ganz oben, weil die Dungeons... Welche Dungeons? ...alle gleich sind, gefühlt. Und sehr verwirrend sind, dank der 3D-Karte. Dementsprechend, ich hoffe auf coole Dungeons hier. Dann macht das Spiel für mich schon sehr viel richtig. Und das mit dem abwechselnden Spielen klappt ja eigentlich auch ganz gut. Nice. Was ist so eine Göttinnenstatue? Truhe. Das klappt. Na gut. Ui, da sieht man ja sogar die ganzen Inseln. Die Sache ist, das meiste davon würdest du jetzt wahrscheinlich sowieso noch nicht machen können. Schade. Aber eine Insel kann ich jetzt noch eben besuchen gehen. Das weißt du noch auswendig nach 10 Jahren? Ja. Okay. Das nehme ich auch schon auf der Karte drauf an, zeichnen. Beziehungsweise zwei. Ich glaube, die da oben kann man. Das ist Terrys. Die da, glaube ich, kann ich besuchen und die hier unten. Werden die Inseln, wo man was machen kann, angezeigt? Oder wie ist das? Das ist einfach nur das Größere hier. Also die. Achso, und die anderen. Da ist auch noch ein bisschen Glücksspiel. Da ist, glaube ich, eine Trainingsarena und hier ist halt noch so eine Bar. Aha. Oh nein, sie hat Kürbisform. Die ist noch nicht so schlimm. Oh no, no, no. Nee,
ich hier einmal. Wolltest du in den Kamin? Ich würde auf dem Dach abspringen, um zu gucken, ob hier noch was ist. Ah, da. Das ist auch eine Dingstruhe. Immer diese ganzen Göttinnen-Truhen, mit denen ich nichts machen kann. Irgendwann. Vor allem sind ja sogar zwei. Gucken wir gerade, ob hier sonst noch irgendwas ist. Ach, alles erst später. Dann schauen wir hier mal kurz noch rein. Das Kürbisbett. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen dafür allerdings noch ein gewisses anderes Item. Die Kürbisbar. Hi. Willkommen in der Kürbisbar, der gemütlichen Raststätte für alle Vogelreiter. Du wirst nirgendwo eine bessere Suppe als meine hausgemachte Kürbissuppe finden. Wie wär's mit deiner Portion? Ja, gerne. Na, das ist mal eine Überraschung. Hätte gedacht, dass ein Knirps wie du auf meine Kürbissuppe steht. Willst du eine Portion mitnehmen? Nur 10 Rubine. Wohl wahr, dieser Ort ist nicht dazu da, um Suppe zu schlürfen. Hier treffen auch eine Menge illustrer Persönlichkeiten. Ach, könnt ihr eine Auszeit, aber ich sag dir eins: Weder stellst du irgendwas an oder machst etwas kaputt. Ganz recht, ich spreche von meinen handgefertigten, sündhaft teuren Kronleuchter. Lass bloß die Finger davon, hast du mich verstanden? Hier ist die Kürbissuppe. Der großartige Kronleuchter befindet sich im Obergeschoss. Okay. Habe ich Kronleuchter gehört? Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst? Machst du vor, dass du runterkommst? Ups. Du warst es, oder? Oh nein, schau mal, was für ein Chaos du veranstaltet hast. Ich schätze, dafür gibt es einen Satz heiße Ohren. Yay! Du hast Geld nur mitnehmen. Kann ich ihn bezahlen? Kann ich jetzt Kürbissuppe kaufen? Ja! Das darf doch nicht wahr sein! Was hast du getan? Mein handgefleckter Kronleuchter ist komplett ruiniert! Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in dem Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Nun, bist du damit einverstanden? Nein. Ich höre wohl schlecht, du hast Nerven zerstört meinen Kronleuchter und glaubst, er macht ungeschoren ab, davon zu kommen. Kann ich? Es ist mir nur interessant, ob ich gehen kann oder nicht. Hey! Glaubst du nicht, dass ich nach der Aktion einfach so gehen lasse, oder? Nein, ich darf nicht gehen. Okay, gib mir Arbeit. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenhort meine Suppe bringst? Er gehört zu unseren Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also, wirst du ihm die Suppe bringen? Klar. Du hast ja gar keine leere Flasche. Wenn du Suppe mitnehmen möchtest, brauchst du eine. Siehst du, dass du erst wieder mit einer leeren Flasche hier antanzt? Kann ich jetzt einfach gehen oder muss ich meine Flasche leer machen? Ich kann gehen. Okay. Ist der Kronleuchter jetzt wieder da? Nein. Ups. Ups. Hör zu, der hat der Knabe da drüben behauptet, einen Dämon gesehen zu haben. Na, mit solchen Prallereien wird der Kambodscha jedenfalls nicht für sich gewinnen können. Du glaubst mir doch, oder? Was denn? Ich sage, dem Wolkgott lebt ein fürchterlicher Dämon. Meiner hätte mich das Biest lebendig verspeist. Du magst vielleicht ein Ritter sein, aber dieser Dämon wird selbst dich zum Frühstück verputzen. Mhm. Ich glaube dir. Sieh an. Du bist ein echt netter Bengel. Nie im Leben. Hm, was ist bloß mit der Jugend von heute? Oh nein. Sieh nur, was du angerichtet hast. Ich hätte die Rubine nicht erwähnen sollen. Dabei wollte ich dich warnen. Gib bloß mir nicht die Schuld, wenn Vater dir eine Standpauke hält. Die ist süß. Hm. Aber weißt du, was ich auch zu dem Thema Skyward Sword ist ja angeblich so ein schlechtes Spiel gewesen, witzig finde? Hm.
So im Nachhinein haben viele Leute ja gemeint, das Spiel wäre ja so furchtbar wegen der Bewegungssteuerung, wegen Fei und so weiter und so fort. Aber ich wette, wenn ich jetzt auf YouTube gucke, 1 Million Let's Plays dazu. Ja. Von der HD-Version, selbst von Leuten, die meinten, dass das Spiel irgendwie furchtbar war damals. 1 Million Release-Streams. Mhm. Zählt unser immer noch als Release-Stream, wenn er quasi erst einen Tag nach Release angefangen hat? Wahrscheinlich. Aber wir haten wenigstens nichts. Ah, ich komme nachts immer hierher. Dann tut's eh Suppe ausliefern. Und nichts Interessantes. Nur was Neues? Nö. Wir sind einfach den ganzen Tag hier in der Bar und süppeln ihre Suppe. Die Sache ist, die Leute beschweren sich. Du kannst nachts, glaube ich, nicht fliegen, ne? Ich will nur umgucken, was ist nachts. Die Leute beschweren sich, dass das 2011er Skyward Sword ein schlechtes Spiel ist. Aus irgendwelchen Gründen. Egal welche jetzt. Dann beschweren die Leute sich, dass davon ein Remaster kommt. Dann beschweren die Leute sich, dass es ein Vollpreistitel wird. Und dann kaufen sie es trotzdem und let's playen das zu Release. Und ich denke mir so, hä? Dann, wenn ich mit dieser, damit nicht einverstanden bin, auch mit der Preispolitik und ich da kein Interesse angeblich dran habe, weil das Original ja so schlecht ist, dann kaufe ich es doch nicht. Und lass es die Leute kaufen und spielen, die Freude dran haben? Ich meine, ich war ja auch skeptisch, ne? Aber ich bin ja trotzdem unvoreingenommen rangegangen, nach dem Motto, einfach mal gucken. Und bislang finde ich es ja auch ganz gut. Mhm. Man kann ja auch skeptisch sein, aber, ne? Diese Leute, die gefühlt ausrasten. Ist das ein 60-Euro-Spiel? Mhm. Ne, ich soll so viel Geld ausgeben für das gleiche Spiel und mimimi und mimimi und dann kaufen sie es doch. Und man kann sich immer darüber streiten, ob so ein Remaster halt wirklich ein Vollpreistitel sein sollte oder nicht. Da kann man ja auch meinetwegen drüber reden, aber ich finde das immer so ein bisschen... Die Sache ist aber, wenn das Original schon ein Vollpreistitel war, was spricht dagegen, dass das Remaster auch ein Vollpreistitel ist? Ich glaube, die Leute kapieren teilweise nicht, dass es auch Leute gibt, die das Original eben nicht besitzen und für die dieses Skyward Sword das erste Skyward Sword ist. Hm. Und dementsprechend sind da halt 60 Euro für ein neues Spiel voll okay. Es ist so oder so ein neues Spiel. Ja, ne, aber... Also ich verstehe nicht, warum die Leute meinen, ein Remaster muss weniger kosten als das Original. Es ist genauso viel Arbeit drin, das Spiel nochmal von Grund auf nochmal schön zu machen und alles. Und das Original hat auch zu seinem Release so viel gekostet. Nur weil die jetzt vielleicht ein bisschen weniger Arbeit drin hatten, als wenn die das Spiel komplett neu gemacht haben, heißt ja nicht, dass es weniger wert ist. Ich meine, wir haben auch, glaube ich, sogar zweimal Skyward Sword im Schrank. Deins und meins und das hier jetzt noch. Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute, die dich darüber aufregen, die möchten, dass sie ihren Kassenbon von 2011, von Skyward Sword, mit in ihren, keine Ahnung, Mediamarkt nehmen. Und wenn sie den dann vorlegen, weil sie das Spiel ja schon mal gekauft haben, kriegen sie das neue umsonst. Ja. Ich glaube, das wäre so das Wunschdenken nach dem Motto, ja, ich habe ja damals schon Geld dafür bezahlt. Das ist ja jetzt quasi nur ein Upgrade, also will ich das bitte günstiger haben. Dabei ist es, wie du schon sagst, und für viele ist das ja auch das erste Skyward Sword, ne? Also von daher gesehen, klar ist es immer, glaube ich, ein bisschen leichter, ein Spiel einfach nur aufzuhübschen und die Controls zu ändern, als ein komplett neues Spiel zu machen. Dementsprechend klar, das ist wahrscheinlich in Anführungszeichen leichter verdientes Geld. Aber wie gesagt, das Spiel ist trotzdem nicht weniger wert deswegen. Aber wenn die Nachfrage nicht da wäre, siehe Wind Waker HD, Twilight Princess HD, wenn sie das jetzt nicht gemacht hätten, dann hätten alle geschrien, wieso kriegt Skyward Sword keinen Remaster? Mhm. Deswegen, wenn einen das ärgert, dann einfach nicht kaufen. Mir hat's heute auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Jo, mir auch. Und wir haben uns darauf geeinigt, jeder spielt mit einer anderen Steuerung. Ja. Ist ja vielleicht auch ganz witzig, beides mal im Einsatz zu sehen. Da müssen wir halt nur zwischendurch die Controller wieder neu anmelden. Aber das ist ja, glaube ich, das kleinste Übel. Gar nicht mal. Steckst du nachher nur wieder an die Switch dran, dann laden die wieder auf. Ich glaube, ich habe noch nie mit meinen Joy-Cons gespielt. Dann hast du zumindest keinen Joy-Con-Drift. Nee. Weil die noch ganz neu sind. Das stimmt. Also und wenn doch, ist es irgendwie kacki. Ganz neu, 4 Jahre alt, nie benutzt. Ja. Nee, aber so
Was auf jeden Fall ganz cool, dementsprechend werden wir es natürlich auch weiter streamen, da ging ich aber auch von aus, weil die Zelda-Togethers immer sehr witzig sind. Lass die Flasche! Ich wollte die Dinger abmachen und plötzlich greift Link zur Flasche! Ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, das war auf jeden Fall ganz cool. So direkt zu Release, mehr oder minder einen Tag später. Und morgen wird es auf jeden Fall weitergehen mit dem ersten Dungeon. Ich glaube, das wird auch ziemlich cool werden. Ich denke mal, den schaffen wir morgen. Ja. Stehen ja quasi so ganz in der Nähe schon. Ja.